Wissenschaft. So, endlich sind wir da. Das hier ist einer der größten Windkanäle, die es auf der schönen großen Erde gibt. Hier werden Modelle aus Luft- und Raumfahrt auf ihre Aerodynamik hin getestet. Und zwar bei Geschwindigkeiten von bis zu 550 km/h. Da könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. So, der Wind kommt aus dieser Richtung, durchbläst dann das gesamte Gebäude und da hinten befindet sich dann wahrscheinlich irgendwo ein Lüftungsschlitz. So, von mir aus können wir dann, ich gehe mal ins Auto hinein und sage, Wind bitte ab! Vorab, das hier ist ein selbstgeschnitztes Spezialmikrofon. Sonst würde man mich bei dieser Windgeschwindigkeit bereits nicht mehr hören können. So, ein Blick auf die Anzeige. Wir haben jetzt 50 km/h. Kennt man als Besitzer eines getunten Mofas. Ich atme mal nach vorne. Test, test. Seitwärts. Und nach hinten. Auch das geht. Übrigens, liebe Mofa-Fahrer, diese Kopfhaltung während der Fahrt bitte nicht nachahmen. Hoppsala. Ja, bei dem Tempo verliert auch schon der eine oder andere Vogel die Orientierung. So, wie viel haben wir jetzt? Fast! Barbara, die Antwort weiß ganz allein der Wind und der wird sie uns jetzt auch sagen. Ich werde mich dem Wind ganz allein, Aug in Auge, ganz heroisch stellen. Ich bin hier angeseilt, das ist vielleicht nötig, vielleicht nicht, das werden wir gleich sehen. Turbine befindet sich übrigens dort hinten, lenkt jetzt den Wind interessanterweise einmal um diese ganze Konstruktion herum, dann kommt der Wind dort vorne an und jetzt werden wir langsam angeblasen. Es gibt so schöne Experimente. Vulkanexperimente hatten wir lange nicht mehr, nicht? Wo es richtig schön muckelig warm ist. Oder Strand. Aber nicht an der Nordsee. Haben wir nicht mal wieder ein schönes Sauna-Experiment? So, ich atme jetzt zunächst mal nach hinten. Ah, und stell fest, das geht allerdings ganz einfach. So, jetzt atme ich mal nach vorne. Auch das relativ einfach. Nein. Richtig ist Antwort C. Seitlich atmen, das fällt schwer. Ich demonstriere Ihnen das jetzt mal mit Hilfe eines Rollmopsglases. Das stinkt, die kriegen den Geruch jahrelang nicht mehr raus aus ihrer Turbine. Die Luft außen strömt wesentlich schneller als die Luft im Körper. Und auf diese Weise entsteht in dieser seitlichen Position ein Sog, gegen den es schwer anzuatmen ist. So, und wenn wir jetzt hier noch ein paar Stunden warten würden, dann würde der Wind wahrscheinlich auch die Rollmöpse selber aus dem Glas rausziehen. Aber so lange wollen wir nicht warten. Hier ist mir nämlich einfach zu kalt. Abschnallen, bitte. Tja, nochmal im Klartext ohne Windverwehungen. Bei Seitenwind weicht die Luft dem Kopf aus und strömt so am Gesicht vorbei. Dadurch entsteht ein Unterdruck und die Luft wird durch den Unterdruck aus dem Mund herausgesogen, so wie hier die Mopslake aus dem Rollglas. Am zweitleichtesten ist das Atmen nach vorne und am leichtesten geht's mit dem Kopf nach hinten. Apropos Kopf, dem Verlierer dieser Runde kann ich nur sagen, hoch, Frau Ehlichmann. Tja, leider
kann ich in dieser Runde keine Punkte vergeben. Es bleibt beim Alten. Pascal 3, Hans Werner 2. Kann man nicht einen halben Punkt geben? Aber das Schöne ist, das dicke Ende kommt zum Schluss. Denn diese gigantische Windmaschine in Holland, die hat ja noch viel mehr drauf. Wenn ich schon mal hier bin, möchte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, den großen Sturmbelastungstest durchzuführen. Also, nach wie vor bin ich hier angeseilt. Ich habe die Ohrenklappen jetzt mal vorsichtshalber nach unten geklappt. Das Mikro ist festgetaped. Die Turbine läuft bereits. Das Sprechen fällt jetzt ein kleines bisschen schwerer, weil bereits die Gesichtsmuskulatur gegen den Windstrom anarbeiten muss. Instinktiv hebe ich auch die Stimme, weil ich mich selbst sonst nicht hören kann. Ein ohrenbetäubender Lärm erfüllt meinen Kopf. Das letzte Mal, dass ich eine solche Lautstärke gehört habe, war bei einem Metallica-Konzert. Erste Reihe ganz links. Was haben wir denn für ein Tempo? Ich kann die Geschwindigkeitsanzeige leider nicht ablesen, da sich meine Augen bereits mit Tränen gefüllt haben. So, ich konzentriere mich auf, ja, ich weiß gar nicht, worauf, auf das am Leben bleiben. Ah, Hilfe! Was ist das für ein Zug hier? Mach doch mal einer die Tür zu! Das Lustige ist, ich hatte eben mit den Kollegen vereinbart, wenn es mir wirklich reicht, dann mache ich dieses Zeichen. Ich muss dann aber feststellen, dass bei dieser Windgeschwindigkeit dieses Zeichen nicht durchführbar ist. Und man kann ja auch nicht mehr sagen, mach mal auf. Und dann hilft es doch. Ja, trotzdem ist die Botschaft angekommen, die Windmaschine ist abgestellt. Dankeschön. Show die Wissenschaft.